Ja, der nächste Zwischenstand. Ich glaube, zuletzt habe ich euch einmal den das Äffchen präsentiert. Dann an den habe ich jetzt nicht weitergearbeitet. Deswegen übertreibe ich jetzt nicht so viel mit. Guck mal dies, guck mal das. Das ist getrocknet. Da gehe ich gleich ein bisschen mit Farbe rüber. Dann habe ich irgendwann mal bei Pichets Vintage Handel, als er noch in Herten war. Das sind tatsächlich Apothekerboxen. Ich weiß aber nicht, ob ich die von den verkauften und verschenkten Boxen das noch habe. Sind so Schubladen, die waren in einem Regal von einer Apotheke. Und diese Holzkästchen hatten innen drin, sieht man das noch? Ne, hier auch nicht mehr. Da waren Kräuter drin. Das war so ein riesiges altes Regal. Die Holzkisten. Das Regal zumindest. Ob diese Kisten jetzt so alt waren, kann ich euch nicht sagen. Das Regal war um die 100 Jahre alt und wurde nicht mehr genutzt. Und die Schachteln wurden einzeln verkauft. Und ich habe ein paar halt so bekommen, um die halt fertig zu machen. Die hier sind unfertig und noch übrig aus, ja, aus dem damaligen Bestand. Ich glaube, ich habe damit angefangen vor Corona. Drei, vier, vielleicht fünf sind weg. Und das sind die letzten beiden, die ich noch ein bisschen machen möchte. Das hier sollen halt sehr besondere Schatzkisten werden. Hier habe ich halt auch so Marker ausprobiert, von Action und aus dem Internet. Hier seht ihr schon zwei Diamanten vorgezeichnet. Und eine Goldkette. Ja, und zum Teil Acryl- und Sprühfarbe. Und hier halt. Wie nennt sich das? Dasselbe Sujet, also derselbe Inhalt. Hier habe ich Teile anders lackiert, wie ihr seht. Ja. So, das steht jetzt hier rum, habe ich mir extra vor meine Füße gestellt, damit ich es mehr sehe und dann halt eventuell bearbeite. Ja, jetzt sieht man so langsam die Überraschung ein bisschen. Ja, die Französin oder das Mädchen mit dem Basken, Mütze. Bewegt sich nämlich im Ruhrgebiet. Ich habe hier jetzt die erste Schicht weiß aufgetragen. Es wird noch einmal Schlegel und Eisen werden in weiß. Schick mit diesem ja, liquiden Hintergrund. Da kommt noch ein bisschen Wiese rein. Und das muss jetzt einmal trocknen. Wie ihr seht, ist es einmal nass. Ich muss das einmal vorstreichen. Und da ist auch noch ein bisschen Space. Ihr werdet sehen. Ja, till hier. Braucht das Ding ein bisschen Pause, dann kommt da noch ein bisschen Grün rein, dies, das, jenes. Ich überlege, eine Straßenbahn einzubauen. Ich habe mal in Gelsenkirchen vor ein paar Jahren eine Straßenbahn auf 2 Meter gemalt. Die früher gefahren sind. Vielleicht sowas, die sieht ganz gut aus. Ich überlege. Das noch mit Handy, bevor es alles aufgibt. Ich habe hier an Death and Murder weitergearbeitet zu der Serie. Ich wollte es euch nur zeigen, ihr seht, das glänzt jetzt gerade überall und trocknet. Die Uniform ist schon nicht schlecht geworden, so. Da fehlen jetzt halt ein paar Zähne. Ich muss den Kopf vergrößern und den Helm anpassen und sowas alles. It's like this right now. Ne? Jetzt gehe ich mit ein bisschen mit meinem Schatten dahin. Ja, an dem Ausleuchten muss ich noch ein bisschen arbeiten. Gerade für Videos zu malen ist ganz gut. Aber so seht ihr, ich muss noch mal gucken, wie ich es mit den Lampen mache. Was übertrieben cool ist. Vorgesprüht. Ich verrate aber niemandem, was es ist. Ja, und ich werde es auch nicht zeigen, bis es fertig ist. Trust me, Brother, das wird geil, Alter. Da werden sich über das Foto weiß ich, da werden sich viele Leute freuen, wenn sie das Foto des fertigen Bildes sehen. Die Ausschnitte gucken ja jetzt nicht so viele. Es wird auch ein Video geben, das lasse ich mir nicht nehmen, diesen Prozess zu filmen. Jetzt gerade seht ihr, heute ist Mittwoch. Es ist relativ frisch geworden im Atelier, weil ich die ganze Zeit Fenster auf habe. Aber ich habe halt auf diese kleine Leinwand gesprüht. Und mache eine Sneak Preview, weil ab jetzt gibt es das fertige Video erst in ein paar Tagen bis Wochen. Jo, aber ihr seht schon, geiler Hintergrund, schöner Himmel gesprüht. Ganz minimal rot, bisschen weiß, bisschen diese Taubenblau, du weißt. Wird geil. Ja, mein letzter Zwischenstand für heute. Ich habe das bisschen gelb gemacht. So. Ich bin noch am Überlegen, was ich mit den
Schwarzen mache, ob da Sterne hinkommen oder vielleicht ein Zeppelin wie beim ersten schwarz-weiß Scarface-Film, ich weiß es nicht. Ich finde es so schon ein bisschen mehr sexy. Ich kann noch Figuren auf die Dächer einbauen, sehe ich gerade. Vielleicht denke ich da dran, irgendwie so Leute, die chillen da und machen eine Vlogparty oder lassen einen Drachen steigen. Mal schauen, mal schauen. Zwischenschnitt 4, denke ich, kommt das noch rein. Die Tage halt, ne? Wir haben Mittwochabend, es ist nicht ganz so spät. Aber für today, Alter, you know what I mean. I think I'm done. I done a lot. Nicht nur ein little. Dafür die letzten Tage weniger, ne? Aber ohne Druck, Leute, ohne Druck. Ihr habt ja heute auch ein paar Videos bekommen. Ah, ich habe Sampler 18, glaube ich, für Recklinghausen Süd gedreht, meine Freunde. Der ist anders spannend und ich habe auch ein paar schöne Fotos machen können. Und ich war in so einem Spot, ja, wo Cage-Fußball ist. Da war ich und dann kam Zug, aber jetzt gerade. Und in dem Video, die es gesehen haben, Zug, dann kommt Zug, Alter. Ja, okay, hatte, tschüss.